Wir wollten uns boom. Beat, beat, dieses Video anschauen. Giftgas, Chemiegras überschwemmt Deutschland. Das sagt dieser Dealer. Prinzipiell, ohne das Video gesehen zu haben, weiß ich ganz genau, was mit diesem Titel im Grunde schon gemeint ist. Aber wir gehen mal rein und schauen mal. Mach mal kurz nochmal gleich Stopp. Ja. Was mich gestört hat die letzten Jahre, als ich aus dem Knast gekommen bin, war dann Spice da plötzlich. Und, ne, Spice, dieses Scheißzeug, was sie dann, was haben sie, wie haben sie es genannt? Kräuter oder was weiß ich alles. Aber manche heute Leute nicht. Haben auch, heute nicht, Mann. Hashtag heute nicht. Aber manche Leute haben auch das mit Weed so ein bisschen verwechselt, weißt du? Die haben eine Substanz geraucht, die ausstoßt wie Gras und dann waren sie alle im Krankenhaus. Ist es das oder ist es was anderes? Oder reden wir reden von richtigen Cannabis. So. Okay. Wir reden von richtigen Cannabis. Jetzt ist es so. Ich bin Banks, ich stehle seit circa 7 Jahren mit Cannabis. Und hätte ich also optisch etc. so ein dünner Storch, weißt du, in dem Alter hätte tatsächlich nicht sein können. Mit der Sturmhaube sieht er halt gefährlich aus auch. Ja, nee, das meine ich gar nicht, aber. Vollwild. Ah. Wo haben wir das denn? Wo machen wir das? Da. Hier, an dem hier. Ah. Jawollo. Wie viel Gras ist jetzt hier in diesem Raum? 6 bis 7 Kilo. Ich verkaufe um die 20 bis 30 Kilo pro Monat. Das ist schon einiges, Digga. Das ist ein Umsatz von 100 bis 100. Ja. Ist nicht wenig, aber es ist eine normale Nummer. Habe ich auch so. Also ja. Ganz normal. 6, 10, 12 Kilo die Woche. Aber normalerweise ist jetzt schon eine Größenordnung, wo du eigentlich jetzt auch nicht mehr unbedingt ein Interview gibst. So, wo du sagst, Alter, ich habe nichts damit zu tun. Weißt du, wie ich meine? Nee, aber ihn scheint ja persönlich irgendwas zu stören und er ist ja auch. Ich war ja in dieser Phase auch extrem unterwegs auf harten Drogen. Ich habe nie nur Weed gedealt. Das habe ich mit 14 gemacht oder so. Und so. Das war mein letztes richtiges Geschäft, nur Weed dealen. Echt? Ja, Cannabis. Weil die kleinste Strafe und schon ein besserer Gewinn, wenn ich es professionell mache, als mit Einbrechen gehen. Und vor allem auch eine Konstante, mit der ich rechnen kann. Ich weiß, jede Woche kommt so viel Geld rein. Nein, ich meine nicht nur Weed verkauft. Ich habe Coca verkauft. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich einzig und allein auf Cannabis beschränkt, einfach nur wegen des Strafmaßes allein schon. Das hätte in Bayern nicht genutzt. Zusätzlich habe ich halt, ja, in Bayern ist das scheißegal, aber zusätzlich würde ich halt auch ein extrem schlechtes Gewissen haben, wenn ich diesen Hartstoff verkaufe. Guck mich an. Weißt du, ich gucke in den Spiegel und weiß, warum man das besser nicht tun sollte. Weißt du? Ja. Und von daher, nein. Aber ja, egal. Hier geht richtiges Gras, aber ich habe es ausschnittweise halt schon mitgekriegt, aber ich will nichts vorwegnehmen. Okay. Bei dir. 120.000 ungefähr macht. Eine VGA Pokémon Gelbe Edition. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich. Fehlt dir das? Hey. Bündelzählen ist einfach zu geil, oder? Ich zähle jetzt mein YouTube-Geld. So. Aber du hast gerade gesagt, das reicht nicht zum Leben. Die Münzen. Kling, kling. Na, das Ding ist, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel Geld gezählt und so. Ich war auch in einer Gruppierung, da waren. Die Leute hatten Geldzählmaschinen. So, ich war jetzt nie der auf Geldzählmaschinen so angewiesen. Ich lasse mir gerne die 6 Stunden Zeit. Ich zähle es und ich verzähle mich auch und bleib drauf hängen und mache das die ganze Nacht, wenn es sein muss. Heute fehlt es mir nicht mehr. Es hat mir eine Zeit lang gefehlt, vor allem die erste Zeit im Knast. Da hat es mir gefehlt, weißt du, war das so. Was zu haben, ja. Was zu haben einfach, ey, das ist meine Sicherheit. Darüber habe ich mich jahrelang definiert. Wenn der Bündel nicht da lag, dann war ich nichts. Aber heute ist es weg von mir. Das ist mir egal. Heute brauche ich gar nichts, um... Auf jeden Fall nicht extraweise bündelt. Ja. Obwohl ich zugeben muss, ich finde den Gedanken immer noch schön, mehr zu haben, als ich brauche. Aber mittlerweile bin ich halt auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich dieses Extra bestimmt auch gemeinnützig zum größten Teil brauche. Mein erster Gedanke, wo ich das gesehen habe, war nicht, mir fehlt es, sondern oh, wie viel Druck. Weil ich war hinter so jemand her früher. Der war genau dieses, was sie da hatten mit den Kilos Weed und dem Geld. Ach schön, Mann, wo seid ihr? Habe ich auch lange, also oder immer wieder mal mit einem guten Kollegen, auch der jetzt gerade auch, ja, ist so fast am Ende seiner 10-jährigen Haftstrafe. Grüße gehen raus in JVA Lingen, glaube ich, kommt er jetzt. Wird schon wieder verlegt. Mit dem habe ich auch solche Sachen. Deal abziehen, ganz normal. Und deswegen, nein, ich bin ich vermisse es überhaupt nicht. Kein Mensch will mich mehr abziehen, Mann. Weißt du? Nee, mich Gott sei Dank glaube ich auch nicht. Obwohl, weiß nicht.
kann immer passieren. Ich bin immer noch misstrauisch. Ich versuche mir das echt abzugewöhnen, so, weil eigentlich brauche ich das nicht. Das hat bestimmte Gründe und diese Gründe wollte ich euch mitteilen, weil ich das als meine Pflicht ansehe, die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Das riecht wirklich krass hier in diesem Auto gerade. Es läuft einiges schief. Es gibt viele Leute, die darauf abgekackt sind, wenn ich euch nicht darüber informieren würde. Also ohne das Video, wie gesagt, zu kennen, weiß ich eigentlich schon, oder kann ich mir denken, worauf es hinausläuft. Kleine Biologiestunde mit Onkel Monte nochmal. Das ganz große Problem mit dem Cannabiskonsum und mit dem Cannabisverkauf ist folgender Punkt. In der Zeit, wo ich noch gekifft habe, da gab es kein Haze Maze. Da gab es nicht, oh, ich habe Hase, die Sorte, Bubble Yellow Arschritze. Da gab es diese ganzen Sortengelaber nicht, Digga. Da bist du zu deinem Dealer gefahren und das Weed, was er dir gegeben hat, hast du gekauft. Beides. Also es gab schon immer die Sorten, bloß ich habe keinen geglaubt. Ich habe darauf, was der mir erzählt, das ist aber heute auch noch so. Die Leute, dann haben sie das, Lemon Haze, das. Das ignoriert man einfach so. Also, als ich angefangen habe zu kiffen, gab es gar kein Gras in Deutschland. Punkt aus. Nur Hasch. Da gab es nur Hasch, da gab es Grüne. Hasch. Die Euro-Platten. So. Es gab Platten ohne Ende, genau. Dicke, dünne, Polle, schwarzen, Marokkaner, Afghaner, wie sie alle heißen, rote. Egal, es gab alles an Hasch, aber es gab gar kein Gras. Dann kam noch Gras auf, war ich erst gar nicht so begeistert von. Und dann irgendwann nach einigen Jahren so, ich schätze mal, irgendwann so Mitte, Ende der 90er irgendwie, fing es dann an, dass die Dinger so die ersten Namen bekamen. Mhm. Also, dass das nicht einfach... Orange Bud war der erste. Genau, ja, Orange Bud, Big Buds, White Widow. Aber die sahen auch so aus. Die wurden betitelt, wie die Pflanze, also wie die Knospe aussah. So, diese Phase kennt er bestimmt auch noch. Davon spricht Monte bestimmt an der Stelle. Letztendlich kann ich aber, also so habe ich das erlebt. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so ist. Aber ich habe von Leuten in Enschede gekauft, die gekauft haben bei Leuten in Rotterdam, wo Container vom Schiff kommen, also Tonnen kommen. Und dann sitzen dann so 4 oder 5 alte Marokkaner bei Tee, schwarzen Tee und jeder Menge Joints, Alter, weil da ist auch immer, wenn da 1,5 Kilo Tonnen kommen, dann ist da irgendwo ein kleines Extra-Paket dazwischen, das sind dann so 3-4 Kilo und voll viele verschiedene Sorten, das Geilste vom Geilsten. Da sitzen die dann zusammen und geben dem Zeug Namen. Werden sie völlig bekifft, dann gucken sie sich ihre Ware an und ja, wie könnte es denn jetzt heißen? So entstehen Namen in irgendeinem Scheißcontainer, voll bekifft, ein paar ganz uralte Männer. Also so habe ich das erlebt. Heute ist es ja schon so, dass du, die gucken ja, das sind erstens viele Hybridmischungen, ne? Da sagt man, okay, das ist aus dem, White Widow, Lemonhead, whatever, ne? Zwei verschiedene zusammen und dann hast du solche Sorten wie, was weiß ich, es schmeckt wirklich nach Schokolade, es riecht wirklich ja, nach ja, Schokolade. Ja, klar, ich kenne das ja alles. Das gibt's schon alles, also heute... Für Weedraucher sind, glaube ich, die Zeiten sehr gut geworden. Aber das ist, sagt dir genau ja, das Gegenteil. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Ja. Was für giftiges Gras, Mann. Also, mach mal jetzt weiter. Wo ist denn das? Ich will mich beschweren darüber, dass Weed verboten ist. Dafür musst du es doch immer. Und du hast es bewertet, ob es gut ist oder nicht, indem du einfach warst so high. Nein, oder nicht. Nehmen wir mal an, eine Knolle Weed. Jeder weiß, wie die aussieht. Stellen wir uns einfach mal das Yin und Yang-Zeichen vor. Weiß und schwarz. Hä? Und das Weed ist auch Yin und Yang. Nämlich mit THC als Bestandteil und CBD. Okay, Bro. THC ist das, was dich high macht, was dich lustig macht, was dich Professor Dr. Monte Pressflash schieben lässt auch. Das ist das, was dich high macht. CBD, der Werkstoff, der auch in dem Cannabis ist, ist das, was dagegen ein wenig anwirkt. CBD wird eingesetzt in medizinischen Zwecken gegen Angstzustände, Panikattacken, aber auch Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit. Ja, er hat halt Deutsch. Ja, aber er hat Fehler drin gehabt. In der Vergangenheit war es so. Wo denn? Er hat zum Beispiel, er hat gesagt, THC und so ist dafür, dass das macht den Hunger, bla bla. Und jetzt hat er gesagt, CBD ist gegen Appetitlosigkeit. Weil oh, das Schlaflosigkeit, ist genau so, ja, okay, da hat sich das CBD ja, mit dem THC widersprochen. Genau. Aber das Ding ist ja halt auch kein Doktor, Professor. Genau, und CBD zum Beispiel ist wirklich das, was den Appetit macht. Denn wenn du nur THC-Weed hast, wie es ja mittlerweile das medizinische ist. Ja, da geht nur Kopfkino an. 22% THC und
Es kommt auch dann darauf an, welche Krankheit du hast oder welches Leiden oder warum du es benutzt. Genau. Ne? Ob du muskuläre Beschwerden hast. So, und reines THC-Gas ist zum Beispiel, wäre für mich überhaupt keine Alternative. Das, nee, ich brauche auch den höheren CBD-Anteil. Ich habe mich da jetzt auch durchgetestet und so. Liebe Grüße an die Zanovis-Jungs für die Unterstützung an der Stelle. Habe dadurch halt auch festgestellt, okay, ich rauche wesentlich weniger richtig krass, also meine Joints, wie sie sonst rauchen. Mhm. Wenn ich die Hälfte von der optischen Menge durch CBD-Feed ersetze und rauche dann deswegen, also allein durch die Mischung, schon nur die Hälfte an dem Gras, was ich sonst rauchen würde, rauche ich auch nur noch die Hälfte bis zwei Drittel der Joints. Weil ich einfach länger, ein längeres so Zufriedenheitsgefühl krass. Habe und ja, das, ich habe nicht schneller den Bedarf wieder nachzulegen auch so. Für mich ist es so krass, diese Verbindung zwischen Rauchen und Weed, ich habe den nicht mehr. Das ist, ich habe nichts, ich finde, das gehört weg, genauso wie das Cannabis rauchen. Gehört weg. Das ist meine Medizin. Ich will nicht, dass meine Medizin zusammen... Nein, jetzt sei mal nicht so egoistisch. Nicht egoistisch. Das ist mein... Davon kommt das schlechte Bild. Die Leute sehen so... Naja gut, aber das schlechte das Bild war vor deinem Rezept da. Also ja, jetzt kannst du nicht den Anspruch haben. So, weißt du, deswegen können die anderen doch auch aufhören, Tabak zu rauchen. Ja, aber wird jeder wegen dir aufhören, Tabak zu rauchen? Auf gar keinen Fall. Komm schon. Ja. Also ich jetzt, oder was? Du hörst es nicht. Ja, ich stelle mir das schon schön vor, in der Zukunft nicht mehr zu keinen Tabak mehr zu konsumieren. Keine Ahnung. Geh mal vorne links, ich glaube, irgendwas wollte sich erklären. Ach so, hier, genau, du musst das da machen. Also, Leute, nochmal. Für mich ist Cannabis ein Medikament geworden mittlerweile, das mir hilft, mein Leben zu bestehen. Und ich finde es fürchterlich, wenn ich das mal so sehe, dass es halt noch illegal ist für andere Menschen. Es tut mir einfach leid für euch und es sollte nicht sein. Ja, also ich wünsche das auch keinem an den Hals, dass er jetzt Raucher wird oder so, aber mal, ich rauch halt, also ich rauch irgendwie auch verdammt noch mal es gerne, ist, immer es noch, gegönnt, obwohl, von ganz obwohl ich da halt auch schon seit Jahren drüber nachdenke und das eher loswerden möchte, weil Lunge etc., Ausdauer, Appetit, all das, so Geschmack und Geruchssinn, ich weiß das schon alles. Und ich mache mir da auch meine Gedanken drüber. Ich mache das in meinem eigenen Tempo, Maximilian, bitte, okay? Nein, bitte. Ruf mich an, wenn du... Vor 10 Jahren, whatever, war es so, dass der Ausgleich in dem Cannabis vom Yin und Yang, CBD zu THC, immer gut war. Aber in den letzten Jahren haben die Dealers immer mehr gemacht, dass sie den CBD-Gehalt immer mehr rausgenommen haben und den THC-Gehalt immer weiter hochgestuft haben. Glaubst du das? Es ist nicht eine Frage von Glauben, ich weiß es. Ich glaube nämlich, dass der normale Produzent, der auf Mehrverkauf aus ist, dem ist der CBD-Anteil scheißegal, wie hoch oder wie niedrig der ist. Da kümmert er sich gar nicht drum. Ist tatsächlich, wenn du jetzt deinen Weed in der Apotheke holst, ne? du hast Listen und die Leute gehen immer, wie ich auch, am Anfang auf das mit den meisten THC. Man sagt, oh geil. Und die meisten Sorten, die legal anbieten mittlerweile, sind so 20-21% THC. Unter 0,1% CBD. Warum? Weil für viele Krankheiten das CBD jetzt in dem Fall nicht wichtig ist. Das hat nichts mit nur Konsum, also für mich schon, wie gesagt, ich komme von anderen Seite. Aber das ist ja auch eine ganz spezielle Züchtung dann für den medizinischen Verbrauch. Dann ist das ein bestimmtes Medikament für eine bestimmte Art von Patient. So, aber hey, für den Standardkiffer, was die meisten halt sind, die meisten sind keine Patienten, sind einfach nur Kiffer. So, ist das vollkommen scheißegal, wie hoch der CBD-Anteil ist. Der hat dann ein Gras, das er lieber mag oder lieber das. So, je nachdem, wer gerade das bessere Gras hat. So, also vom Rauschgefühl her, was du dann bekommst oder von deinem Alltagsgefühl, was du dann gerade bekommst. So Standardkiffer, weißt du, so Leute wie ich, die einfach auch immer kiffen. Aber weißt du, was denen du das halt im Normalfall auch nicht anmerkst, es sei denn morgens um 3 oder so. Aber weißt du, was dir am besten tut? Was ist was wäre der perfekte Anteil THC, CBD? Das weiß ich mittlerweile relativ genau. Ich brauche einen ziemlich hohen CBD-Anteil, aber der muss nicht über dem normalen, natürlichen CBD-Anteil und also CBD gibt es natürlich nicht über 6%. Alles über 6% CBD ist kein natürliches CBD. Ist künstliches, chemisches, keine Ahnung, wie sie das herstellen. Wird aufgesprüht.
ich habe richtige Knalle da mit 80% CBD, Alter, wo ich mir denke, was soll der Scheiß? Ich bin kein Elefant, der sich hinlegen soll, weißt du? Ich will nur ein bisschen muskuläre Entspannung haben. Und da liege ich so tatsächlich, muss ich auch sagen, ich habe die ersten Male ganz viel CBD probiert. Also ich habe so ein Päckchen gekriegt, noch ein Päckchen gekriegt. Beim letzten Mal, als ich die Jungs von Sanovis gesehen habe, die waren hier, habe ich bekommen CBG. Das ist in Österreich und in der Schweiz schon ein gut großes Thema, wesentlich mehr als hier. Und CBG wird noch mehr in der Medizin eingesetzt als CBD, gerade bei Schmerzpatienten. Also das ist so ein neues Ding, weil das wesentlich besser funktioniert bei muskulären Beschwerden. Und ich bin Muskelpatient, also ich habe, seit ich clean bin, durchgehend durch meine Depression habe ich auch und durch mein Leben, wie ich es geführt habe. Ich sitze in meiner Hocke, in der Russenhocke, rauche meine Folie, immer diese verkrüppelte, behinderte Haltung. Ich gucke nie entspannt Fernsehen, ich sitze immer so da. Mhm. Auch wenn ich ein geiles Sofa habe und mich mal zurücklehnen könnte, tue ich nicht. Mhm. Und so habe ich mir halt auch übelste Rückenschmerzen antrainiert in 25 Jahren, die mich jetzt halt, seit ich clean bin und den Schmerz merke, auch richtig Maß nehmen. So. Und ich jetzt nicht aufgehört habe, nach einer Lösung zu suchen. Yoga, all der ganze Quatsch, was ich jetzt auch wieder ankurbel, was viel zu kurz gekommen ist. Ja, und wollte meine Lösung finden. So. Und an der Stelle muss ich sagen, habe ich auch dieses CBG dann probiert. Jetzt vor wenigen Wochen erst, 4 Wochen her. Und diese Woche, wo ich das CBG mit untergemischt habe, habe ich auch weniger gekifft, normales Gras. Also wirklich um die Hälfte weniger, vielleicht auch nur ein Drittel weniger, aber hatte einen viel schöneren, angenehmeren Zustand an sich. Also ich bin dann ja nicht so total bekifft, das ist ein ganz normaler Alltagszustand, so ist gut, normal, null. Mhm. Hatte aber auch gleichzeitig eine unglaubliche muskuläre Entspannung. Mhm. Und war noch entspannter in der Muskulatur. Also wenn ich nur halbwegs schmerzfrei bin, ist schon ein guter Tag, so weißt du? Und das funktioniert. Also, ja, CBD, CBG, was auch immer. Aber ist mir auch viel zu teuer, also kaufen würde ich den Scheiß auch nicht. Niemals durch dieses Video. Das heißt, wenn du jetzt Weed rauchst, ist es so extrem THC-haltig und so wenig CBD, dass du viel schneller eine Panikattacke, Angstattacke, Herzflattern, also einfach einen schlechten Trip-High schiebst, als Trip-High. Weil das Gegenmittel vom Yin und Yang, das CBD, fehlt in den meisten Weed-Sorten oder ist nur noch geringfügig drinnen. Und das ist das große Problem. Früher, zu der Zeit, wo ich gekifft habe, Digga, da haben Leute kein, also klar, gab's auch mal, aber da haben die Leute aber eigentlich nie Panikattacken oder irgendwie Angstzustände von Weed geschoben, Digga, weil das CBD immer dagegen angekämpft hat. Klar hat auch mal jemand einen kleinen Absturz geschoben, aber dieses Psychoaktive, dieses im Kopf kaputt gehen, das gab's damals. Dieses im Kopf kaputt gehen ist gut. Vom Weed. Ja, es ist auch extrem halt. Es ist schon einiges mit Weed passiert in den letzten 10 Jahren. Einfach nur aus finanztechnischen Gründen für einige wenige. Muss man einfach auch schon so festhalten, glaube ich. Jetzt aber so extrem. Einfach überzüchtetes Kraut, Digga. Überzüchtet. Und warum machen die Dealer das? Weil es mehr abhängig macht. Und deswegen, unterm Strich, wir wollen das Video weiterschauen. Genau. Unterm Strich ganz Alter, klar für die Legalisierung. Wir schauen ein Video und komme nicht weiter, indem ein Typ ein Video schaut und wenn nicht weiterkommt, ist doch geil, oder? Der originale Bericht ist nur 3 Minuten, so weiß er. Wie alle. Ja. Okay, komm. Weil in die Richtung, wo das sich gerade hinentwickelt, geht das. Du bist schon wieder. Ich kann sich als Mann nicht nur in den Spiegel schauen, weil das ist eine Sache, die so immens wichtig guck, ist. Guck mal, da braucht dass die Leute davon hören. Also, ich weiß nicht, ob er das jetzt sagt, aber das wäre meine Auffassung des Titels. Vor einiger Zeit kam ein Mann in unser Berliner Weißbüro und behauptete, dass er ein großer Cannabis-Dealer ist und dass er, obwohl er 10.000 Euro im Monat verdient, aus dem Geschäft aussteigen will. Geht um was anderes? Okay. Sein Grund? Das Cannabis-Geschäft ist um einiges schmutziger, als sich die meisten Menschen das vorstellen können. Aber bevor er wirklich aussteigt, wollte er uns noch erzählen, was wirklich falsch läuft. Da darf man sich nicht vorstellen. Banks Heimatstadt, wo ich ihn in einer Tiefgarage treffen wollte.
nur weil es Gras ist, da nichts passiert. Weißt du, trotzdem mieses Geschäft ab einer gewissen Größe. Ist einfach viel Geld auch, ne? Das ist er. Was trinkt er denn? Mezzomix? Hi. Bier, oder? Kein Problem. Bier und Kippen? Wollt nicht. Hi. Geil, oder? Interessanter Treffpunkt hier auf jeden Fall. Das ist eine gute Stadt für dein Geschäft. Ich verkneife mir das die ganze Zeit. Auf jeden Fall, ja. Das ist eine junge Stadt. Umso jünger die Bevölkerung ist, umso mehr konsumiert. Heute Morgen hat er eine Lieferung erhalten und er will uns von einer neuen... Was sagst du, liest der Wagen oder sein Wagen? Ich habe den Wagen jetzt verpasst, ich war kurz im Chat. So ein großer Mercedes. Ich dachte mir auch, dieses im Parkhaus treffen. Okay, gut, das, es gibt im ganzen... Ist nicht immer verkehrt, kommt auf das Parkhaus an, kommt auf die Stadt an, wo du bist. So, ich kenne in Nürnberg zum Beispiel ein Parkhaus, wo es keine Kameras gibt, aber in den meisten Parkhäusern sind halt Kameras. Überall, immer auf, dass da keine... In Gefahr erzählen, die von seinem Weed ausgeht. Also fahren wir in seinen Bunker, um uns sein Lager anzuschauen. Was ist das jetzt genau, so ein Bunker? Also ein Bunker ist einfach ein Ort, wo die Ware gelagert wird. Die Wohnung zum Beispiel ist dann auf einen anderen Namen gemietet, auf eine Person, die noch nie im Fokus war. Klassiker, ja. Hatten wir vor einiger Zeit bei uns in Buxtehude auch. Dann wurde darauf hingewiesen, des Hausmeisters, dass es dort nach Weed stinkt. Daraufhin hat derjenige nicht reagiert. Und dann war Polizeieinsatz, scharfe Waffen, Koks, Gras und einige Bekannte von mir sind für lange Zeit weg. Ja, ganz normal. Wenn du deinen Bunker nicht richtig führst oder nicht dicht machst, geruchsdicht machst, bei Gras musst du halt aufpassen. Ich habe immer lebenden Bunker gehabt. Also ein lebender Bunker bedeutet, da lebt jemand, der nichts mit nichts zu tun hat. Am und besten so weiter nichts und mit so nichts fort zu tun hat, meistens. Aber seien wir mal ehrlich, die meisten Bunker sind, oder bei den meisten Leuten, die Bunker sind, selber Konsumenten. So, ne, wenn naja, aber mein Bunker musste ich nötigen. Also das Angebot war immer, das ist auch krass, Mann, da stehen 8 Kilo rum. Wenn du nichts zu kiffen hast, halt, dann nimm dir einfach was, weißt du? Nimm den einfach raus, such dir die schönsten Knospen. Aber genau so kommt der Geruch. Nee, aber nee, so, nee, musste ich ihn zwingen zu. Also so, ich hatte wirklich so, das war ein lieber Kerl. So, und aus Freundschaft so. Und hey, nur ein kleiner Kiffer, so, weißt du, der raucht 5 Geräte am Tag. Also, und wenn ich neben ihm sitze, ist das gar kein Problem. Meistens schafft er ab mittags schon kein Gerät mehr zu rauchen, weil hat er schon genug, weißt du? So, also wenn ich mit ihm unterwegs bin, ich rauche das 10-fache von ihm und da kann er nicht den ganzen Tag mithalten. Er war den ganzen Tag voll wie Eimer. Wenn man keine Vorstrafen hat, bekommt man meistens ein bisschen Geld dafür. Also den Tisch haben wir die Ware. Und wie viel Gras ist jetzt hier in diesem Raum? Gute Frage. Wir haben jetzt hier insgesamt 6 bis 7 Kilo. Für wie lange reicht das, diese Menge? Man kann grob sagen, es wird jetzt eine Woche ungefähr reichen. Eine Woche? Also 1 bis 2 Mal die Woche brauche ich eine Lieferung. Ja. Wahnsinn. In der Größenordnung auch. Aber seit ein paar Jahren läuft mit seiner Ware einiges falsch. Und das ist das erste Thema, über das Banks auspacken will. Ihr seid Chemie-Junkies, ohne es zu wissen. Das in Deutschland verkaufte Gras, meistens als Haze verkauft, ist in meiner Erfahrung nach zu 90% mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt. Mhm. Also die Wirkung, die ihr habt, ist kein natürliches High, sondern künstliches. Ey, sorry, das schaut doch scheiße aus, das Weed, sorry. Also, ja, das ist Standardoptik, aber ja, das ist für jemanden in dieser Größenordnung auch scheißegal. Ja. Also, wenn er seine Community kennt, seine Käufer kennt, und weiß, das geht, ist das egal. Selbst wenn er es selber nicht rauchen würde. Weißt du? Allein optisch schon nicht rauchen würde. So war ich ja auch so. Klar, aber nein, worum es mir geht, ist, du kriegst so ein Weed und da steht drauf Lemon Haze, Citrus. Ja, und es riecht ja auch ganz genau so. Das ist, aber. Ja, aber es riecht halt auch nur so. Obwohl das sah original aus, ich muss sagen. Sorry, aber das war, weißt du, was das war? Das war original Alban Haze aus irgendwelchen Bergen. Ja, ja. Von, oh, das war ein Outdoor-Weed. Ja? Das war genau, aber es wurde trotzdem als Haze betitelt. Ja, genau, nur weil das da draufsteht. Das ist so ein Unsinn. Ich kann alles auf alles draufschreiben. So, ja, also das du kannst Ferrari sowieso was, mit dem Namen kannst du dir nie sicher Mann, sein. Nie sicher sein. Drang, diesen körperlichen Drang dazu nachzulegen, also immer mehr zu rauchen. Das macht körperlich abhängig im Gegensatz zu normalen Cannabis. Kommt drauf an, was jeder mit womit wird es dann genau gestreckt? Das ist gestreckt mit künstlichen Cannabinoiden.
In China werden die hergestellt, die heißen JWH zum Beispiel, Abichinaka. Früher gab es das auch auf anderen Substanzen, auf Kräutern zum Beispiel. Siehst du, das sage ich doch. Das ist, das ist genau der gleiche Scheiß. Die haben früher das mit den Kräutern diese Badesalze oder Kräutermischung. Spice. Ja, Spice. Das haben früher alle geraucht, weil die einzige, also kein normaler Mensch eigentlich, ne, jetzt in unserem Alter fängt ich an. Ich habe einmal dran gezogen und wusste sofort, denkt sich so, das nein, ist Gift. Alter. Und trotzdem haben sie eine ganze Generation von uns eigentlich gezwungen, während der Bewährungsauflagen in Bayern. Die haben alle angefangen, dann plötzlich Spice zu rauchen, weil das Einzige, was nicht positiv gemacht hat eine Zeit lang, vor allem im Knast. Ja. Hast du so richtig, die Leute alle, das taugt ihnen nicht, aber sie machen es trotzdem, weil sie sind nicht positiv. Ja, weil es das Einzige ist, was greifbar ist und gerade geht. Und so. Halt nicht positiv. Und weil es einen auf den Markt bringt. Und wenn du das jetzt draufsprühst auf Weed, du hast ein Drecksweed, irgend so ein Weed, was so ein heute nicht. Untere Qualität hat und dann sprühen sie sowas drauf und die Leute knallt es weg. Ja, aber ey, oh, sorry, ich bin aus dem Thema, bin ich so... Alter, ich kenne niemanden, der mir so ein Weed hinlegen würde. Also tatsächlich habe ich in meiner Dealer-Phase oder sagen wir mal, ja, es war eigentlich keine richtige Dealer-Phase mehr. Nach der letzten Haft, meine Tochter ist zur Welt gekommen, ich wollte eigentlich gar nicht mehr so richtig, aber wusste auch nicht, wie anders Geld verdienen. Also habe ich mir trotzdem so ein halbes Kilo die Woche geholt und habe das so in kleinen durchgedrückt. Mhm. Und da war schon immer krass gekommen, so in der Stadt, weil ich mich nicht selber kümmere und nicht selber nach Holland fahre. Und weißt du, bin ich gezwungen, auf meinen Markt vor der Haustür zuzugreifen. Mhm. Und da gab es nur so eine Scheiße. Ja, genau. Da habe ich mir so die dicksten Knospen rausgesucht, so, weißt du, so 20 Gramm Knospen. Ey, und die habe ich mit der Nagelschere so einen Zentimeter abfrisiert von der ganzen Seite, weil die halt besprüht waren. Das Gras war alles so besprüht und in der Mitte hast du dann gerade noch so mal den Stiel abfräsen können, so ungefähr, damit du so halbwegs vernünftiges Gras hast. Ich hab mich geschämt, also ich hatte ein schlechtes Gewissen, das zu verkaufen, ne? Weil ich wollte selber nicht rauchen, den Scheiß. Da habe ich echt überlegt, ob ich aufhöre zu kiffen. Und vor allem, ob ich aufhöre zu verkaufen, weil es gab anderthalb Jahre fast nichts anderes. Krass. Da war Vogelsand drin, Blei drin, ja. Irgendwie Haarspray, Lack, dies, das, jenes. Ich habe einen Tüter aufgemacht, habe gedacht, mir sprüht einer mit einer Farbdose ins Gesicht. Alter, was? So, wollt ihr mich verarschen? Da ist nichts drauf gesprüht. Wann war denn das? Da war ich so 2005, 6, 7, 8, 9. Ich habe die Zeit komplett verpasst. Ich war im Knast gehockt die ganze Zeit. Und als ich rauskam, war das dann schon wieder so ein bisschen vorbei. Dann kam der Scheiß langsam. Ich habe das nicht mitbekommen. So, und was die da drauf sprühen, das sind ja einfach nur Verstärker, Suchtmacher, sowas in dieser Art. Dass du bleibst bei dem, Alter, wenn das Gras knallt am besten. So. Das ist ein ganz ekelhaftes Langmachen. Das ist wirklich, damit haben die jetzt was kaputt gemacht, was davor... Genau, was eine schöne Sache war. Die machen das ja noch nicht mal gewichtsmäßig lang, ganz minimal nur, wenn überhaupt. Ja, eben. Die machen das nicht gewichtsmäßig lang, die machen das lang, indem die das Suchtpotenzial ganz extrem nach oben fahren. Das bedeutet höheres Suchtpotenzial, ich könnte den Fisch nach vorne schmeißen, weil es mich so wütend macht. Weil jedes Mal, wenn ich lese, richtig in der Zeitung... Jugendliche konsumieren Cannabis und einer wird ohnmächtig und so, fällt halb ins Koma. Ja, und nee, passiert von Cannabis nicht. Es ist, weil die Chemie draufsprühen. Ja. Und aber erklär das mal jemandem, der eh schon gegen Cannabis ist. Irgend so einem älteren Typ, der gegen Cannabis ist. Wir sind selber ja, dem gebe ich einfach die Telefonnummer von Andreas Richter-Müller. Kann er sich mal von ihm anschreien lassen, warum das besser ist. Jetzt wird es auch seit in den letzten 3 bis 4 Jahren, das ist krass geworden, wird es auch fast jedes Gras gesprüht. Andreas, kann seine Nummer gebe ich natürlich Cannabis nicht weg. Nehmen, zum Beispiel aus Albanien Gras, was sehr wenig THC und CBD hat. Ist genau das, was da sprüht man dann Aufheller drauf, um die Wirkung zu pushen. Das ist ein billiges Gras aus Albanien, weißt du, 2,50 €, 2.500, 1,5 das Kilo, wenn überhaupt. So, und dann wird dann irgendwas drauf gesprüht, was auch irgendwie im Liter auch nur, weiß ich nicht, 80 € kostet oder so, aber hart süchtig macht. Und für 500 Kilo reicht so eine Flasche oder so. Und was, wie sie diese Gewinnmarge erhöhen, alles unglaublich. Jetzt sind wir genau an dem Punkt wieder so. Die Leute, ne, von mir, man kennt, ich bin jetzt niemand, der pro Kriminalität, pro das, sondern ich versuche Leute davon wegzuhalten. Aber die einzige Möglichkeit, sowas zu besiegen, ist die Legalisierung. Und zwar gestern. Wie kann Weed illegal sein? Mir geht es so schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Deswegen kämpft mit meinem Freund Andreas Müller, Richter Andreas Müller. Deutschlands härtester Jugendrichter. Ja, ich hab die Nummer. Stell mir mal den Kontakt her, der will bestimmt mit mir reden, weil
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und jetzt sind wir auf derselben Seite halt in vielen Dingen. Das Problem ist, Weed wird jetzt durch das kaputt gemacht. Jetzt wird es gefährlich. Lass uns diesen Leuten, also ihm auch, lass uns denen den Markt entziehen. Das, was aus der Apotheke kommt, dieses Weed, ist Hammer. Die Leute haben, denken aber auch schon wieder, das ist Mist, weil es gibt, die kennen nur dieses mit den 20% THC. Da gibt es alles. Ja, ich weiß, ich kann mir ganz gezielt was raussuchen. Ich kann auch mich durchprobieren THC, und finde 7% dann. 7% CBD, perfekter. Und ich finde dann meine Mischung, die für mich auch die beste ist. Und ich finanziere nicht so ein, also ich finanziere nicht Leute, die andere Menschen vergiften. Mit Absicht, ja, was noch Vergiftung. Bei Coca weißt du wenigstens, okay, der verkauft Coca gut, ich bestelle Coca, der verkauft Coca, ich krieg Coca gut, wenn es mich vergiftet, weiß ich Bescheid. Naja, ist kein tolles Geschäft. Ist auch super viel Scheiße dabei, ne? Ist kein tolles Geschäft, brauchen wir nicht reden. Aber es ist nochmal was anderes, als wenn jemand losgeht und sich Weed kauft und gleichzeitig du ihn vergiftest. Das ist ja schon nochmal. Das gehört nicht in, das gehört nicht in eine Schublade. Ja, das gehört ja auch nicht in eine Schublade. So. Das ist ganz schlecht. So kann man das nennen. Ja, das wusste ich nicht, dass das so schon so krass ist. Und mehr, Mont überrascht so. Das zu legalisieren und staatlich überprüfen zu lassen mit den verschrumpelten Drogenbeauftragten. Das sind Loser, Alter. Cannabis ist kein Brokkoli. Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Das kannst du CSU machen sie zur Drogenministerin. Teilweise, wenn du jetzt davor warnst. Doch so viele Kunden bestehen da drauf. Ihr gestrecktes schlechter Dealer, no front, Digga, halt einfach das Maul, wenn du keine Ahnung hast. Was haben. Die meisten wissen natürlich. Schlechter Dealer, halt einfach dein Maul. No front, Digga, wenn du keine Ahnung hast. Was hat er denn gesagt? Ich hab's auch nicht gehört. Was hat er denn schon gesagt? Warte mal. Ich kann mich nicht so lange konzentrieren, Mann. Sie an uns staatlich überprüfen zu lassen mit den verschrumpelten Drogenbeauftragten oder Beauftragten, die wir da in der Politik haben, wäre das halt nichts, ne? Solange wir solche Leute in der Drogenpolitik haben, wird das nix. Verkaufst du dieses Zeug dann auch teilweise, wenn du jetzt davor warnst? Doch so viele Kunden bestehen darauf, ihr gestrecktes schlechter Dealer, no front, Digga. Halt nein, er liegt falsch. Weil, natürlich liegt er falsch, ja, weil die Leute hauen wirklich ab. Ja, also Monte, ich leg meine Hand ins Feuer, du liegst da falsch. Ja. Ganz bestimmt. Der Grund ist ja, weil was noch süchtiger macht und so. Und wenn du dann mit einem normalen Weed kommst, denken die sich, ey, warte mal, mir ist gar nicht so schlecht, als müsste ich sterben, weil schon, das dreht mich gar nicht so krass. Ja. Dann verlierst du tatsächlich. Ja, wenn du, aber du solltest aussteigen aus dem Geschäft überhaupt. Du solltest überhaupt nicht irgendwas verkaufen, was die Leute so fickt, fertig. Damit ja, also mit Maske drüber sprechen ist jetzt keine Wiedergutmachung. Ne? Also ich muss jetzt euch was sagen und so, das, was ich euch gleich verkaufe, ist schlecht für euch. Das gestreckt ist, aber wir wollen eben dieses Chase. Also dieses und ihr kauft es, obwohl ich es euch gesagt habe. Das hier ist dein Bag, Alter. Also es gibt da ja, alle wollen nur noch Haze Maze. Ja, alle genau. Wollen immer nur Haze Maze. Das ist mir die letzten Jahre bei Kollegen aufgefallen. Zu der Zeit, wo ich aufgehört habe, war es noch nicht so, aber später, alle haben immer gesagt, yo, ich habe Hazy Maze, Haze. Jeder wollte nur noch Haze, Digga. Jeder hat gesagt, er hat Haze. Und dann hat das angefangen, Digga. Anstatt für einen Zehner 1,5 Gramm zu bekommen, hast du nur noch, weil es Haze Maze war, einen Gramm bekommen. Ja. Es gab Labels in Osnabrück, die haben sich so wie mein Kurs genannt. 1,6 für einen Zehner hieß das. Hieß das Studio. 1,6 für einen Zehner. 1,6 für einen Zehner. Ja, so, das ist ein netter Kifferkurs. 1,6 Gramm für 10 Mark. 1,6 für 10 Mark. Ich bin, ja. Ich wollte gerade sagen, heute wir kommen Euro aus der Marktzeit. Und ich war, als der Wechsel war, das war ja 2,1. Und ich war, zu der Zeit war ich schon deep am Verkaufen. So. Und für mich war das super damals. Weißt du, weil davor ein 5er Mark oder so oder 6 Mark und danach hast du einfach auf Euro umgeschaltet. Du hast einfach komplett Euro draus gemacht. So, ich bin ja direkt vor dem Euro, als er kam, verhaftet worden. Ich hatte meine letzte Ware eingekauft, wollte alles raushauen. Hab meine letzte Ware eingekauft und wollte das eigentlich behalten, bis auf die Umschaltung des Euros und dann einfach Ware gegen Euro tauschen, also so meinen Wechselkurs gestalten. Und dann hätte ich mir auch ausgesucht, was ist genau denn jetzt Kurs? Du warst genau zur Euro-Zeit. Genau, ich bin im Dezember 1.12.2001 eingeflogen und 1.2.2002 ist der Euro gekommen. Genau. Später war es dann noch schlimmer bei einigen, die dann dazu für 10er 0,8 Gramm bekommen, Digga. Bruder, zum Glück habe ich rechtzeitig. Auf dem Dorf oder auch hier im Park. Wenn man sauberes Cannabis trinkt, das ist zu schwach, das ballert nicht. Weil die Leute eben nicht süchtig nach Cannabis sind, sondern nach den künstlichen Cannabinoiden. Und warum ist das jetzt genau Aber nicht, Montana Black. Kali ist viel beliebter als Haze. Dieses Haze-Scheiß ist nur auf der Street. Ganz kurz,
Wo wird denn das Weed geraucht? Im Himmel oder auf der Street, Digga? Gefährlich. Es gibt viele Leute, die darauf abgekackt sind, wo wirklich private Schicksale in eine ganz falsche Bahn gelaufen sind. Zum Teil auch mit dramatischem Ende. Ja, sag ich doch, Playboy Scorpio, hier in Berlin kannst du dir für 0,18 im Park abholen, aber dann kennst du die Jungs auch nicht und so, aber ja, braucht man halt auch nicht. Das ist ein Dreckskurs. Wir reden doch von D-Mark, Mann. Wir haben doch von D-Mark noch geredet. Ja, ja, gut, aber hier ist 0,8 für einen Zehner. Trotzdem, Stani. Mhm. Egal, D-Mark. Es ist noch beschissen, und das für 10 Euro zu kaufen. Alter, Apotheke kostet sich halt echt im günstigsten Fall eigentlich 13 Euro, das Grammar. Ja, ich weiß. Und auch 20 toll, Euro kein Problem. 20 Euro auch, aber es gibt Apotheken so, die jetzt... Die haben eine riesige Betrugsmasche. Apotheker sind auch nicht viel besser in vielen Dingen. Die haben einfach angefangen, das Weed, die haben gesagt, bearbeiten, granulieren, ja. Die haben es einfach gegrindet und wollen dafür einen Zehner pro Pack, also die Programmer. Dann kostet dich das 23 Euro, das Gramm, so nur weil die es grinden. Und dann sagst Leute, du, halt, bitte hört auf, Mann, damit, weißt du? Ihr nehmt mir einen Teil meines Rituals, seid ihr so doof oder was? Und verlangt dafür eine Unmenge Geld, so. Aber ein Zehner für Aufmühlen, aber noch mal, geh weg, du Idiot. Ey, diese 13 Euro einer Apotheke zu geben oder halt jemanden, der eben kein Haarspray draufhaut, kein chemisches Zeug drüber sprüht, so, ja, das ist halt wert. Ja, normal. Das ist auf jeden Fall wert. So. Wo ich jetzt natürlich nicht drüber sprechen kann, aber das sind einfach diese vielen Einzelschicksale, die man über die Jahre kennenlernt und einfach merkt, das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem. Was müsste für ein Umdenken stattfinden? Also was kann die Politik machen, damit du jetzt kein gestrecktes Gras verkaufst? Also die einzige Möglichkeit wäre die Legalisierung von Cannabis. Jeder sagt es. Die Illegalität von Cannabis. Ja, sagt er das gleiche wie du eben. Das kann man vergleichen damit, Legalisierung. Wenn Alkohol illegal wäre. Die Leute wollen entspannten Radler trinken, müssen aber gepanschten Wodka trinken. Nicht gut, die Aussage. Pass auf, ich beschäftige mich jetzt schon länger damit. Ich will ja auch ein bisschen was über Drogen machen auf meinem Channel und so. Und dieser Zusammenhang zwischen Illegalität und was er jetzt gerade gesagt hat, dass du dann härtere Drogen benutzt, die weniger Konsum, weniger Volumen haben, die weniger Menge haben und so. Und die Dealer dadurch das härter pushen, beziehungsweise die Industrie. Ne, das härter pusht, ist halt ein Zusammenhang. Ja, ja, klar. Das ist ein großer Zusammenhang. Sobald Weed legal wird, wird es einfacher werden. Für alle. Für alle. Leute, lasst uns das ändern, Mann, echt. Ich war früher der Einzige, der normalerweise gegen die Legalisierung ist, ist die organisierte Kriminalität. Ja, na klar. So, die und die CSU und die Politiker, die es halt überhaupt nicht checken, weil... Aus dem, meinst du, ich hätte mich gefreut, wenn das legal geworden wäre? Ey, die ersten Marihuana-Marsche, so alle so, ey, damals, ich war so 16 oder so 17, die so, ja, lasst uns auf so einen Marsch gehen. Ich so, seid ihr blöd oder was? Ich will doch nicht, dass es legal ist, Mann. Das ist mein einziger Geld, das ist mein einziges Einkommen. Das ist mein einziges Einkommen, Mann. Ja, genau, laber nicht, Mann. Verpiss dich mit deiner Pro-Cannabis-Aktie. Ja, aber heute sehe ich das halt auch ganz genauso. Das ist ja die einzige Möglichkeit. Aber ja, früher wäre ich da nicht für gewesen. Aber solange das Cannabis-Geschäft in den Händen von Kriminellen wie Banks liegt, ist Chemie-Weed nicht das einzige Problem. Cannabis ist eine der größten Einnahmequellen der organisierten Kriminalität. Das führt natürlich zu... Das ist überhaupt nicht wahr, Mann. Frauen, Koks und Waffen bringen auf jeden Fall mehr. Haben wir jetzt aber nicht gerade selber gesagt halt. Nee, stimmt schon. Jede Droge, die sie entkriminalisieren oder, ne, wird weniger Geld in Kanäle spülen, die halt... Ja, na klar. Ne? Nee, aber er meinte ja gerade, dass das eine der größten Einkommen in der Kriminalität, von Cannabis. Aber es ist eine Cannabis fette, es ist ein steht da Posten. Irgendwo also ist ein bisschen, ist schon ein Posten, aber der steht weit unter vielen anderen. Die Ding ist ganz einfach: Menschenhandel, Waffenhandel und dann Chemiedrogen. Ja, und dann kommt Weed. Dann kommt erstmal Koks. Nee, dann kommt sogar noch, weißt du, was dann noch kommt? Dann kommt erstmal Baubetrug, solche Geschichten mit irgendwelchen Bauunternehmen und sowas und dann irgendwann kommt Weed. Trotzdem. Legalisiert ist, weil jeder Euro, der in die Gruppierung geht, ist falsch. Auf jeden Fall. Zu Verteilungskämpfen und viel mehr Gewalt, wie ihr euch vorstellen könnt. So sieht es aus. Kreuz nicht bei dem Hippie um die Ecke, der ein bisschen mit Bioanbau zu Hause zwei, drei Pflanzen hat, sondern es organisiert die Kriminalität. Und ja, da gebe ich ihm recht. An diesem Kuchen wollen sich eben viele bedienen. Banks bezieht seine Ware von niederländischen Gruppen der organisierten Kriminalität.
Er kommuniziert mit ihnen über ein speziell verschlüsseltes Handy. Ein guter Satz. Also kleiner Tipp, den ich mir sagen lassen habe, wenn ihr verschlüsselt telefonieren wollt, WhatsApp-Anrufe können nicht abgehört werden, habe ich mal von einem Freund gehört. Ein Sky-Handy? Das glaube ich nicht. Ganz normales Handy von außen, hat nur ein System drauf. Hier ist ein Rechner. WhatsApp ist keine sichere Quelle. Gibt man sein Passwort ein. Kommunikationskarte. Also, Passwort ist eine Rechnung. Selbst das. Wenn man diese Rechnung eingegeben hat, öffnet sich das Sky-System erst. Es mag sein, dass das erstmal noch funktioniert, aber auch das werden die irgendwann entschlüsseln und dann kriegen sie sich sowieso. EncroChat haben sie jetzt gehackt, Mann. Weißt du, wie viele Leute eingefahren sind? Ich war vor kurzem in Duisburg. Was haben sie gehackt? EncroChat, das ist so ein Krypto-Chat, wo du halt extra ein Handy dafür gekauft hast und einen monatlichen Beitrag gezahlt hast. Ja, genau so ein Ding. Und die haben sie komplett gehackt, und zwar der französische Geheimdienst. Ermittlungen laufen. Ich war jetzt bei dem Anwalt in Duisburg. Grüße gehen raus. Es gibt eine Menge Verfahren. Die Leute werden reihenweise verhaftet. Weil was du da noch gemacht hast, du hast... Ist das das, was er nutzt? Ich weiß nicht, ob es das Handy ist, weil es eigentlich nicht so aussieht, aber es kann... Es wird ja, so vermutlich wird dann nicht das richtige Handy da reingehalten haben. Es ist auch wurscht, weil was passiert ist, die Leute haben angefangen, einfach offen zu reden. Halt nicht nur, die haben sich nicht mal mehr die Mühe gemacht, so zu tun, als würde man über was anderes reden. Fotos geschickt, von Knarren, von... Das ist ja der Vorteil davon. Die sagen ja, das... Wenn deswegen nutzen die das. Aber wenn ich dir sage, das ist 100% sicher, dann muss man doch trotzdem nicht... Weißt du, man würde das doch trotzdem nicht glauben. Ich würde das sofort anzweifeln. Genau. Ich habe das beim ersten Mal, also wo ich reingesappt habe in diese Doku, habe ich mir das schon gedacht. Okay, das werde ich vermutlich so nicht glauben, weil ich weiß aus Erfahrung... Dein digitaler Fingerabdruck fickt dich immer. Mhm. Egal, was du machst und was du glaubst, dir sicher zu sein, es wird alles abgespeichert, es geht nichts verloren unterwegs. Also schick keine Bilder, sag nicht wirklich, was du sagen willst. Also nee, das soll hier keine Anleitung sein, das besser zu machen, aber das ist, glaube ich, auch aber nicht die Möglichkeit. Aber interessant war, ich habe dann auch darüber geredet mit Leuten, warum, wie kann es sein, warum ist es passiert, warum waren sie dann so explizit? Und der Zusammenhang ist, du zahlst 500 Euro im Monat und du willst daran glauben. Du willst daran glauben, dass du jetzt sicher bist. Ja, und es hilft dir ja auch erstmal zu verdienen, weil erstmal ist es ja noch sicher, bis es dann halt geknackt wird. Natürlich kommt das irgendwann halt auch aber raus. Aber der Gedanke ist so interessant, weil das zeigt wieder was Kriminelle nämlich immer so ein bisschen vergessen auch. Wir sind alle Menschen. Und wenn du als Krimineller lebst, und das sind ja viele von denen, die sich die Encrochats leisten konnten, sind Berufskriminelle. Ja, normal. Und dann ist so du der verdienst Gedanke, mit diesem Einsatz. Dann ist so, ich will daran glauben. Und das Interessante ist jetzt, das ist das erste Mal, dass ich reden darf. Deswegen machst du es. Das ist so, du bist die ganze Zeit... Du musst dich nicht verstellen. Da, du so, jetzt verstelle ich mich nicht mehr. Hey, nee, ich bestelle trotzdem Preiselbeerkuchen und Blaubeerkuchen und Himbeerkuchen. Ich weiß, habe ich auch gesagt. Erdbeerkuchen. Habe ich auch gesagt. Und ein Typ sitzt vor mir so, ja... Obwohl ich kein Bäcker bin, verdammt nochmal. Oder keine große Party und auch schon... Ich hasse Kuchen, weißt du? Trotzdem bestelle ich Kuchen oder hab CDs vergessen oder einen Schlüssel oder dies oder das. Das hat immer einen Grund, der nicht Cannabis ist und der nicht Geld und ist. Und bei der Anklageschrift sagen sie dann trotzdem ganz einfach, okay, die haben konspirativ geschrieben und du wirst für jeden einzelnen Blaubeerkuchen trotzdem verurteilt. Natürlich, auch das passiert dann. Aber dann muss ich mir wenigstens die vorwerfen, ich bin selber schuld. Genau, dann siehst du nicht ich ganz alles Idiot aus. Ich habe alles gemacht und selbst da muss ich mir vorwerfen, ich bin selber schuld, weil hätte ich alles gemacht, wäre ich verdammt nochmal die 500 Kilometer gefahren, um ihnen das zu sagen. Mhm. Und warte 3 Tage dort vor Ort auf meine Himbeerkuchen und Erdbeerkuchen und weißt du, ich meine, dann hätte ich gar nicht kommuniziert über oder einen Brief geschrieben. In meinem Verfahren gab es ohne Scheiß, also Telefonüberwachung gab es nicht viel, weil wir wirklich, keiner hat telefoniert. Ne? Von mir gibt es in den ganzen, weiß ich nicht, 2,5 Jahren, die sie geguckt haben, haben sie vielleicht 2, 3 Gespräche. Ich habe so eine Akte, nur Telefonüberwachung, aber viel gesprochen. Ich habe halt über Erdbeerkuchen so Scheiß aber gesprochen. Weißt du, was bei uns gereicht hat sogar schon? Damals war ja noch SMS. Diese SMS kannst du mir weiterhelfen. Geht so gut, ne? Ja, weil sie von vielen die gleichen. So. Deswegen sage ich, wenn Leute zu mir kommen und bei mir anrufen, dann, hey, hast du mal kurz Zeit? Will ich nicht hören an meinem Telefon. Weißt du, wie ich meine? Krieg ich Anfälle drauf? Nee, ich habe nicht kurz Zeit. Also selbst wenn ich den ganzen Tag zu Hause rumlunge, habe ich nicht. Frag mich nicht so einen Scheiß an meinem Telefon. Dabei ist es halt eine normale Frage. Wenn nein, du ist keine normale Frage. Du bist traumatisiert, wenn du 30 Kunden hast, die alle diese blöde Frage stellen. Hast du mal kurz Zeit? Ich komme mal eben kurz rum. Nee, kommst du nicht, Alter. Es hat einen verfickten Grund, warum du mich anrufst. Egal, denk dir einen aus und wenn du nur Bock hast auf Kaffee trinken mit mir, dann ist es der Scheißgrund. Das muss kein großes Ding sein, weißt du?
An der Stelle nochmal, Leute, versucht was anderes zu machen. Deswegen habe ich damit aufgehört, weil das musst du ja an jeder Ecke neu erklären, Alter. Mhm. Als würde das nicht offen auf dem Tisch liegen, das Ding, hätte das so nicht funktioniert. Rede nicht an meinem scheiß Telefon. Und genau das, ich glaube nicht, dass Telefon oder digitale Kommunikation für Kriminelle eine Lösung ist. Das Beste hat die Mafia schon gemacht, die New Yorker Mafia. Irgendwann, als sie mitgekriegt haben, die hören uns ab. Hey, dann stehen die so, weil die wissen, die werden auch noch beobachtet. Mhm. Und die haben Leute, die Lippen lesen, verfickt nochmal. Die machen sich diese Mühe. Ihr könnt es verdammt nochmal glauben. Die machen da mit der Fernbedienung. Mit der? Ja, auf Nein einfach, nach rechts. Und nein, nein. Und okay. Okay. Die machen sich diese Mühe. Die standen dann draußen auf dem Hof, haben sich die Hand vor dem Mund gehalten und dem FBI den Finger gezeigt. Einzige Möglichkeit. Hey, hier schreibt einer Ban Incoming. Gibt's hier Regeln oder was? Ban Incoming? Wieso was für Regeln? Bestimmt reden wir über was wir nicht reden dürfen. Also mach mal weiter, ey. Wir kommen überhaupt nicht voran, Alter. Das ist nur deine Schuld. Rechnung korrekt war. Ich kann auch ganz offen Fotos von Kilos schicken oder. Genau. Hab ich gerade gesagt. Das heißt, du kontaktierst damit Geschäftspartner und auch Kunden oder wie läuft das? Genau, also nur Großkunden, weil das kostet um die 900 € für 6 Monate. Nur das System und das Handy muss man nochmal kaufen. Gesagt, das 1.000 im Monat. 1.300. Das ist schon schockierend, was für Sachen zum Teil passieren in dem Business. Da wurden schon Leute tagelang im Keller gehalten, zum Teil auch misshandelt bzw. gefoltert. Banks zeigt mir ein Beispiel für die ganz normale Gewalt im Weed-Geschäft. Ein Video, das ihm einer seiner Kunden geschickt hat. Ihr Nachbar oder über aus der Nachbarschaft kommt er zumindest, der verkauft auch. Und hat er mitbekommen, dass der Typ zu ihr gehen will, was kaufen. Ja, da reagiert man alleine drauf, das habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich muss mal. Dass er einen Kunden verloren hat, hat er ihn zusammengeschlagen. Sie aber ihm. Es wurde ein Messer nach mir geworfen, es wird mir auch schon. Also, Gewalt ist nicht lustig, aber wenn dir einer ein Messer nach dir wirft, Alter. Okay, sorry, Leute. Nee, ist natürlich nicht witzig. Ich kam aus einer sehr, sehr gewalttätigen Umgebung. So. Die Leute, die um mich herum gedealt haben, waren eher Räuber als Dealer. Also ich kannte diese Art von friedlichen Dealern nicht so viele. Deswegen, das überrascht mich jetzt alles nicht. Messer an den Hals gehalten. Es ging eben immer um Geld oder um. Die Leute hatten Psychose eben durch diese künstlichen Cannabinoide. Es gab auch schon Leute, die, eben weil ich in ihrem Stadtteil verkauft habe und das der Familie des Typen nicht so gefallen hat, dass ich die Kunden alle wegnehme, gab es auch schon Drohungen, die auch meine Freundin und meine Familie beinhaltet hat. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, wenn es so weit kommt. An der Stelle auch nochmal die mich kennen, ihr wisst, ich bin ja eigentlich so ein Präventionstyp und so. Und das ist einer der Gründe dafür. Wenn ihr in die kriminelle Welt geht, egal was ihr Illegales macht, irgendwann kommen Kriminelle, wirkliche Kriminelle in euer Leben und dann sind eure Freundinnen nicht sicher, ihr selber nicht sicher. Und das Ganze, was vielleicht so am Anfang, ich glaube, wir machen ein bisschen Geld, kaufen uns eine Gucci-Bag und so, wird halt dann irgendwann super ernst und am Ende landet ihr im Knast halt. Und eure Freundin ist dann sowieso weg, ne? Banks organisiert einen Deal am anderen Ende der Stadt. Wie viel verkaufst du jetzt gleich? Grüße gehen raus, 13 Lian, Grüße nach Nürnberg. Ach, Schmarre, hier, Levin 176, Nürnberg, Mann, 0911, Alter. Röthenbach, Schweinau, da komme ich her, Mann. Ey, ich habe beide gemacht, ne? Ja. Das ist jetzt auch schon hier im Auto, nehme ich an. Ja, ich kann es euch einfach mal zeigen. Ich habe übrigens eine Theorie entwickelt. Warum läuft es da weiter? Ich habe übrigens eine Theorie entwickelt. Ich vermute, etwas stimmt mit der Doku nicht. So, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Weed, was die gezeigt haben, reines CBD-Weed war. Weil der fährt da die ganze Zeit mit dem rum, im Auto, der andere hat 7 Kilo Weed dabei, der ist im Gang. Wenn was wäre, der fährt, ich glaube, das war CBD-Weed. Ich glaube, ein bisschen was stimmt nicht ganz mit unserer Doku hier.
Warum? Ich habe so ein Gefühl. Weil der 7 Kilo dabei hat. Ich bin mit 25 Kilo durch die Gegend gefahren. Ja, aber wie lange warst du nicht nass in deinem ganzen Leben? Wie lange warst du... genau das meine ich hier. Wie lange warst du im Knast dein ganzes Leben? 7 Jahre. Ja, siehst du mal. Und der Reporter? Wie lange will der im Knast sein im ganzen Leben? Das ist immer so eine Sache. Ich habe so das Gefühl, ich schätze, der kommt irgendwie aus der Nummer raus. Das wird anstrengend, aber der kommt aus der Nummer raus. Der wird erstmal 2 Tage im Polizeigewahrsam sitzen, bevor er ihn dann nicht entlässt. Bro, darum... Ich würde, wenn mich jemand fährt und der hat Weed dabei... Die Leute sagen... Mit Sturmmaske und Weed Autofahren, ja. Genau, mit Sturmmaske und Weed Autofahren, da stimmt was nicht mit dieser Doku. Habe ich jetzt so ein kleines Gefühl? Nur mein Gefühl. Das heißt ja nicht, dass das alles nicht stimmt. Das alles stimmt. Das alles passiert so. Ich glaube bloß mit... Wie sie es jetzt inszenieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er nur... habe ich gerade auch gelesen. Wahrscheinlich auf... Die Szene vielleicht nur gedreht haben. Es hat wirklich in dem Moment in dem Auto voll nach Gras gestunken und die wirkliche Ware fährt in einem anderen Auto. Ja, genau. Also das Gras fährt nicht mit in mir. Ja, aber er hat sie jetzt dabei. Da ist es mir jetzt gekommen. Du sitzt mit Sturmhaube am helllichten Tag in dem Auto und alle sind so relaxed. Dann hast du CBD-Weed dabei. Die ganze Doku ist einfach nur gestellt, so blöd kann ja einfach keiner. Ich glaube das auch, aber das heißt trotzdem nicht, dass das nicht stimmt. Passt auf mit dem, was ihr raucht, weil das, was er sagt, stimmt. Ja, das, was er sagt, stimmt. Eure Gesundheit ist in Gefahr wegen diesen, darf man nicht schimpfen, also wegen diesen Menschen halt. Okay. Ist nichts nutzen. Jetzt hat er nicht mal Weed, sondern pass auf, jetzt packt er so ein Brot aus, ja, so Schinkenbrot. Schinkenbrot. Was hat er? Trainee Vegetarier. Ist das, um keine Fingerabdrücke auch zu... Auch die Michael Jackson-Handschuhe, weißt du, ich meine. Die weiß ich auch immer dabei, ja. Weiße Stoffhandschuhe, wer ist der? Und Nelly Pflaster im Gesicht. Mickey Mouse Handtuch. Also, ich muss sagen, so rein aus dem Bauchgefühl her, nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass da irgendwas nicht stimmt oder so. Aber ich kenne keinen Dealer, der mehrere 10, 20 Kilo im Monat verkauft mit seinem eigenen Auto. Mit Sturmhaube und mehrere Kilos im Auto, die nicht vakuumverpackt sind und die hinten im Fußraum stehen, durch die Gegend fährt. Ich kenne ihn nicht so, ich bin nicht so auf YouTube-Ding, aber gerade hat er mein Herz gewonnen, weil er hat das mitbekommen, was wir auch, also weißt du, ja, ist alle, auch der Chat hat es mitbekommen und so. Leute, muss man einfach nur mal hingucken und dann ist das doch logisch, das liegt doch logisch auf der Hand. Ist nicht. Wir sehen alle, die das gucken, von der, wie viele Millionen das schauen, davon wissen das nur die wirklich damit zu tun haben. Also alle anderen denken sich, boah, schau mal, wie krass der Dealer mit seiner Sturmhaube, so sind die unterwegs und dann schlagen sie jemanden im Gang zusammen und so, ey, da war gerade kurze Schlägerei auch. Ja, irgend so ein Scheiß auf dem Flur in irgendeinem Hochhaus, vermutlich hat sich's nur drum gedreht, hat kein Salz gekriegt oder hat keine Eier nicht zurückgegeben oder so. Die Frau geschwängert. Oh, ich hau dir jetzt mal vor. Ja, oder hat seine Alte oder so. Achso, darf ich jetzt? Ich sag, die Frau geschwängert und ich überleg so, wie man sagt, die Alte. Hey, wir kriegen einen Band noch. Also, warte, Leute. Was kriegen wir? Blood Twist, er meint Pot Twist. Der Reporter ist eigentlich der Ticker. Der hat alles initiiert. Ey, aber, wie er sagt, ey, schau mal, wie fies, du dreckiger Heuchler. Ich bin nicht so im YouTube drin, ich kenne dich nicht. Lass diesen Film mal. Ich sag so, wie man. Ey, schau mal, wie die glauben, ich schau. Naja, okay, komm. Ja, genau, ja, komm. Er sagt, ich bin... Ach Gott. Ja, egal, geh nicht drauf ein. Da wollte ich sowieso eine Frage dich mal stellen. Wie geht man mit solchen Leuten um, Alter? Das machen würde, Digga. Also erstmal nicht Schnauze, sagt der das heißt, dein Kollege von dir. Das Auto riecht nach Weed. Das heißt, sobald er in eine Polizeikontrolle kommt, wäre er gepackt. Nein, das ist nicht vakuumverpackt. So sieht's aus. Ich weiß nicht, wie für dich vakuumverpackt aussieht. Das ist nicht vakuumverpackt. Ja. Ich habe das mal bei einer Dokumentation gesehen, wie das aussieht. Und ich habe das jahrelang selber gemacht. Also von daher war nicht Vakuumverpackt. Ja. War nicht vakuumverpackt. Und selbst wenn du es vakuumverpackt hast, ist bei 10 Kilo immer noch. Ich stehe nur 2 Stunden in meinem Bunker und packe meine Müllsäcke ab, die ich gekriegt habe. Und mache die Päckchen für meine Kunden fertig. 250 Gramm für den, 500 Gramm für den, Kilo für den, davon das, die von das. Und hantiere die ganze Zeit mit den Klamotten, die ich anhabe, mit Gras rum. Ich wische dann die Beutel danach auch ab, weißt du, wenn ich fertig gepackt habe, wische ich die Beutel auch ab. Komme aus diesem Keller raus und habe gar kein Gras dabei. Komm nach Hause, 2 Stunden später. Selber riechst du danach. Und die Mutter meiner Tochter hat damals... Ich komme nur zur Tür rein. Boah, Alter, stinkst du nach Gras. Ganz normal, Alter. Weed ist der in Gras, ey, ich habe damit gearbeitet. Ist, normal stinke ich nach Gras, aber ist besser als nach Fisch zu stinken. Also
Also das ist nicht vakuumverpackt. Nee, und ich kenne keinen Dealer, Digga, der mehrere Kilos verkauft, der selber in seinem Auto durch die Gegend fährt, ist ja auch total dämlich. Was nicht vakuumverpackt ist. Unglaubwürdig, das, was ich gerade sehe. Ich hab Durst, Alter. Das riecht wirklich. Naja, unglaubwürdig ist ja auch nur eine Dokumentation. Natürlich stellen die diese Situation und so weiter. Ich finde, dann sollten sie es aber sagen. Dann sollten sie es sagen, weil das sieht wieder so, das gibt's. Naja, können sie einblenden. Könnte man kurz einblenden. Dramatization, weißt du, so, ne? Szene nachgestellt. Szene nachgestellt. Weil auch er, schau, der ist viel zu entspannt. Normalerweise wäre Mann, so, er wird sich auf die Hacken kacken, wenn er wüsste, ich habe 7 Kilo dabei, bin bewaffnet und so. Ja, komm, steig ein, du Honk. Wir machen das mal eine ganz normale Tour. Also, sehr intensiv. Hier haben wir noch Super Silver Hills. Wie viele Jahre Gefängnis sind das jetzt gerade hier in dem Auto? Ohne Vorstrafe, ohne Anwalt, 3. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das macht dir also überhaupt keine Sorgen. Dir auch nicht. Ich habe mit 16 Kilo Anklage. Oh, Hammer, Mann. Bin auf 10 Kilo. Oh ja, super. Danke. Bin auf 10 Kilo verurteilt worden und habe 2 Jahre, 9 Monate gekriegt. Okay. Ohne Bewährung. Und meine Bewährungen, die ich vorher noch hatte, 2 Jahre, 7 Monate, die sowieso noch offen waren, sind nicht widerrufen worden. Okay. So, bin das ist aber gar nicht mal so schlecht gelaufen. Das ist super gelaufen. Ja. Das war Jackpot, hat aber auch 30.000 Euro gekostet. Mhm. Dass ich das Urteil bekommen habe. Und die 30.000 Euro sind wahrscheinlich das, was Anwalt davor schon angesprochen hat. Das war so eigentlich dann der ganze Rest. Man ist auf Null, geht man raus. Leute, auf Null geht ihr raus, dann habt ihr noch Glück gehabt. Normal geht ihr genau raus. Genau, aber die Strafe habt ihr vorher auch noch mitgenommen. Man geht 800 minus. 100 Gramm Gras. Es kann auch versiegelt bzw. verschweißt sein. Versiegelt und verschweißt stinkt trotzdem. Mhm. Das Einzige, was so... Gesundheit. Also für normale menschliche Nase wegmacht, ist Vakuum. Die Gegend fahren. Nein, ich habe zum Beispiel in meiner Dealerzeit von meinen Lieferanten für meinen Bunker. Kann man so den nicht mal kicken, Mann? Der nervt wirklich. Schau mal, er beleidigt die Leute auch. Ey, Paffensport, hör mal zu, Alter. Angefangen hat das alles, als ich gesagt habe, ich kenne Montana Black nicht. Natürlich kenne ich Montana Black, du Held. Natürlich weiß ich, dass das der krasseste YouTuber ist, der so rumläuft. Aber glaubst du wirklich, ich sitze zu Hause und habe mir viele Montana Blacks Videos angeschaut? Dann schau meine Augen. Genau so sieht es nämlich aus. Ja, ich arbeite den ganzen Tag. Und ich habe, das ist das erste Montana Black Video, was ich mir anschaue. Okay? Fucking Loser. Entschuldigung, das hat man auch gesagt. Mal, weißt du, so ein Loser. Also reg dich nicht auf. Doch, weil ich, weißt du, dann tut er mir so, weil, nur weil ich auf YouTube bin, gucke ich den ganzen Tag YouTube oder was? Ja, musst du ich alles kennen. Ich bin 38, Mann, werde ich jetzt. Ich bin 37, ich habe... Ich bin 48, die ganzen ich hab so wenig. Ja, aber was weißt du schon, was Montana Black macht? Wir wissen, dass der krass ist in dem, was er macht. Ja, ich weiß, was er macht. Aber ja, guck, wann gucke ich das? Weißt du, wie ich meine? Ja, und tatsächlich ist das auch so, dass ich mir das erste Mal jetzt mal wirklich auch was Ganzes, ich habe immer mal wieder reingesappt oder so, was heißt immer mal wieder, 5-mal vielleicht. Und deswegen, ich finde ihn irgendwie lustig, den Kollegen Montana. Und ich weiß zum Beispiel, schau was, ich weiß, der fährt eine richtig fette Karre. Ich weiß, das weiß ich. Orange. Ich weiß, das was ich weiß, das weiß ich. Oder eine grüne geile Karre. Aber ich, ach egal, ich habe mich. Ach, das einzige Bild, was ich von Montana so wirklich präsent habe, ab dem Zeitpunkt wurde mir irgendwie sympathisch. Wir brauchen Moderatoren, die bannen. Wenn ich auf dieses Instagram komme, weil ich reg mich so auf. Jetzt schon. Nein, wir regen uns jetzt nicht mehr auf. Oh. Ich feiere, okay, wir hören auf jetzt. Ich feiere Montana seit dem Post auf Instagram. Hab Oma einen neuen Bugatti geschenkt oder jetzt Maserati geschenkt. Auf Instagram. Pass auf. Jetzt hier live der Stelle wurde auf gut. Instagram. Oma sah aus, als hätte sie sich gefreut. Schau, da folge ich jetzt live momentan. Komm, lass da gar nicht drauf eingehen. Für mich ist das doch, auch... Ich freue mich jetzt mit dem an. Ich freue mich nur wegen dem Paffensport, freue ich mich an. Ich werde so lange ihn anschreiben, bis er sich mir meldet hat. Yes, ja. Ja, hast du jetzt mal so ausgelöst, mein Freund. 2,9 Millionen Abonnenten. Der Puls stand bei 100 Gramm hoch mittlerweile. Bitter. Bleibt der Puls, egal bei welcher Menge, gleich. Boah, voll dick, Schatz. Das macht dich wahrlich so ein Scheiß, wa? Ja. Mir geht das relativ am Arsch vorbei. Eine der Fragen, die mir haben so viele Leute geschrieben, frag Sick, wie er damit umgeht, wenn jemand hatet und so. Weil der macht es genau richtig. Das ist eine der Fragen, die ich an dich habe, wenn wir mal fragen. Die Polizei hat schon lange die Kontrolle verloren. Also im Prinzip, wenn man nur Cannabis verkauft, ist man eigentlich schon
ziemlich safe. Es macht keinen Unterschied, ob es vakuumiert ist oder zugeschweißt. Kann auch sein, dass ich mich täusche, Digga. Ich habe auch schon zugeschweißte Beutel mit Weed gehabt, als ich früher mal am Start war. Und die haben immer nach Weed gestunken. Später, keine Luft zirkulieren, als das Vakuumieren losgegangen ist, hat es nie nach Weed gestunken. Entweder ich bin da falsch, aber zugeschweißte Beutel stinken immer nach Weed. Aber Weed, was durch eine Vakuummaschine gelaufen ist, hat nie nach Weed gestunken. Na, also, weiß ich, kann weniger da das auf jeden Fall, viel, viel weniger. Bei Kokain oder so wird ab und zu mal jemand hochgenommen. Bei reinem Cannabisverkauf sehr selten mittlerweile. Es wird kein verkaufte Schwein. Dann hätte ich ja auch, das wird immer gar nicht im Knast gesessen, mein Freund. Ey, ein Freund von mir, und das ist halt Bayern, okay, aber, und das glaub ich, so war ich hier sitze, 12 Jahre, 6 Monate plus SV. Rein Weed. Ging 3 Tonnen ungefähr. Ja, SV, okay, Urteil, Bayern. Trotzdem, das SV-Urteil wurde dann später geändert. Ja. Weil die haben das war, er wurde ungefähr 2006 verhaftet, 2008 verurteilt, 2010 oder so haben sie die SV wieder weggenommen für BTM. Aber überleg dir das mal. Der war 4, 5 Jahre gesessen und er dachte, er hat 12,5 Jahre plus SV für Weed. Das heißt, du sitzt zu 25 Jahre oder so für Weed. Oder normalerweise bedeutet die Sicherungsverwahrung, im normalen deutschen Durchschnitt sitzt du 28 Jahre. Das ist der Durchschnitt. Du kannst aber auch mal 32, 35 Jahre. Es kommt auf deinen Charakter an, den du an den Tag legst. Es waren Zeiten, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Rechts und links von mir waren Leute gesessen, die SV hatten für BTM. Und die alle hatten halt Anwälte, Bundesverfassungsgericht, und haben halt gehofft, dass es nicht stattfindet. Ein Kollege von mir wurde dir jetzt bei seiner letzten Verhandlung, also das ist jetzt schon wieder 7 Jahre her, sitzt schon wieder 7 Jahre, wurde die SV auch in Betracht gezogen. Und verbesserlich hat halt jetzt auch schon 24, 25 Jahre runter und war, von 60. Ja, das ist so übel, Alter. Das ist so übel, Mann. Wenn auf 100 Dealer 5 Kripo-Beamte kommen, dann müssen sie sich halt auch überlegen, was ist das Wichtigste. Und dann ist eben Heroin oder sonstige tödlichen Drogen natürlich wichtiger. Im Gefängnis sitzen nur Idioten. Oh, halt dein Maul, wenn man das professionell angeht, gehört. Kann dann nicht viel schief gehen. Ey, ich würde. Allein das schon, ne? Im Gefängnis sitzen nur Idioten. Das ist eine krasse Aussage. Die meisten sitzen wegen Aussage und das muss kein Idiot sein, weil BTM funktioniert nicht alleine. Und deswegen ist bei BTM auch dieses Ding, eine Aussage reicht, wenn sie sich selbst genug belastet. Das bedeutet, der zusammenbricht, dem sein Leben kaputt geht, weißt du, wenn er verhaftet wird mit 100 Gramm und aussagt, Alter, ich kaufe seit 5 Jahren jede Woche 250 Gramm bei dir. Und dann habt ihr den hier? Ja, und dann fängt die Staatsanwaltschaft an. Die 31? Nee, die Staatsanwaltschaft fängt an zu rechnen. Seit 4 Jahren, jede Woche, 250 Gramm, wupp, wird mal eben ausgerechnet, okay, das sind 16 Kilo, wupp. Ey, die Leute verstehen das nicht. Das, was du gerade gesagt hast, die glauben das nicht, und ich arbeite mit Jugendlichen und ich habe das so oft, dass dann sowas ist, so wie es passiert es immer. Seid euch sicher, das passiert immer. In so einem Kreis, wenn du 30 Kunden hast oder 25 Kunden. Du hast drei Leute, um 9 Kilo Weed abzupacken. Was ist denn das überhaupt? Weißt du, wie viele Leute müssen denn das noch sehen, was du hast? Also, der hatte eine Gang von 3 Leuten für 10 Kilo Weed. Wenn du das nicht alleine machst, dann wird einer dieser 3 irgendwann den anderen verraten. Das ist ja, oder so. Er wird dich abziehen, sein eigenes Geschäft machen und dann beginnt der Krieg und dann wird es öffentlich. Ach, und schau dann, mal. Ach, hör auf. Einer hat gesagt, ich steige in deinem weißen Auto ein, in deinem schwarzen aus. Also mit dieser Doku stimmt einiges gut nicht. Beobachtet, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das stimmt einiges nicht, Mann. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die größten Faktoren sind eigentlich. Und genau, der Moderator hat ja gerade selber gesagt, das ganze Auto hat nach Weed gestunken. Also ich bleib dabei. Luftdicht verpackt. Etc. Ich weiß nicht, warum von dem Luftdichtverpack gar nicht mehr runter. Sie sind immer noch da. Ist das nicht schon längst vorbei? Wir waren bei der SV schon so. Nicht Ermittlungsbehörden, sondern Verrat. Frauen meistens. Das ist echt so. Also viele wurden von Frauen dann verraten, weil die verlassen haben. Keine Sorge, das kann dir nicht passieren, Bro. Hier, guck mal, einer im Chat schreibt gerade, macht zurzeit Praktikum bei einem Anwalt in Fürth und da ist ein Mandant, der für 140 Gramm im Zeitraum von 2 Jahren 6.000 Euro Strafe bekommen hat. Einfach nur lächerlich, die Strafen hier. Ey, ich habe in, grüße dich raus, ich habe in Fürth gewohnt, in der Gustavstraße und in der Erlangener Straße. Ich möchte da nicht tot über den Zaun hängen. Ich habe da so schlimme Sachen erlebt, ich bin so oft verhaftet worden dort. Ja, da gehe ich nur, kann ich auch nicht mehr. Bruder, du kannst dir gefühlt ein Kilo Kokain in dein Poloch stecken, der Hund riecht trotzdem. Wir reden hier nicht über Hunde, sondern über die menschliche Nase, habe ich ja gesagt. Das ist immer noch beim Riechen. Ja, trotzdem.
fand Trace Monte einfach lustig. Ich kurz ins Treppenhaus. Der Beat flasht dich, oder? Guter Beat. 3360 plus 650, 4010. Ey, ach komm mal, kannst du es nicht irgendwo reintun, Mann, mein Geld, musst du es so. Nee, er muss es ja auch direkt zählen, aus Unsicherheit. Die beiden verkauft wahrscheinlich auch dieses gestreckte Hate. Merkt ihr, dass das schlimmer wird, dass es krasser wird, dass immer mehr Leute das konsumieren und dass die hart abfacken da? Ja, wir sind auch daraufhin geblieben, ich hoffe, krass. Ja, also die Frage so nach diesen gestreckten Sachen. Das ist der erste richtige, echte Eindruck, weil ich zeige mein Gesicht nicht, ihr dürft meine Stimme nicht erkennen und vermutlich in einem Treppenhaus, mit dem ich lange nichts zu tun habe, weißt du? Trotzdem, so, ey, wer bist du? Kommst mit einem du bist mein Ticker und kommst mit einem Kamerateam. Ist der wahrscheinlich das ist das letzte Mal, dass wir uns... Das ist der erste echte Ticker. Ja, aber stell dir mal vor, was für eine Situation er ist. Du willst dein Zeug holen, dann kommt der Typ so, ey, ich habe ein Kamerateam dabei. So, Alter, ich bin sowas ja, nee, so raus. Ja, nee, das muss er ja wahrscheinlich vorher ja, schon. Dann, kein Grund. Kennst du Leute, die auch wirklich körperlich abhängig davon sind? Ich meine, das muss ja irgendwie verabredet sein. Muss ja. Und auch, also ich meine, ich habe ja auch Dokus schon mitgemacht oder gemacht auch, ne? Also selbst gemacht. Aber während du aktiv warst? Nein, nicht während ich aktiv war, aber ich war Interviewer im Grunde mit Leuten, die aktiv sind, okay, und ballern und obdachlos und so drauf. Obdachlos und voll drauf. Ja, eigentlich alle. Heute haben eh alle Instagram. Ich meine, ist das so. Die Leute werden abhängig, wie auf Chemie, auch wie Kokain, diese ganze Geschichte. Das Bundeskriminalamt bestätigt uns später, dass chemisch gestrecktes Weed zunehmend zum Problem wird. Also ich habe auch oft schon Weed damals gekauft und auch größere Mengen hin und her geschoben. Aber einen Deal im Treppenhaus habe ich so auch noch nicht gesehen. Man hat sich. Der ist auch ohne das Weed gegangen. Ja, ist doch vollkommen egal. Wir wissen schon, dass es kacke ist. Gefühlt. Oder vielleicht mal im Auto irgendwo auf einem Parkplatz, aber in dem Treppenhaus, Digga, vielleicht haben sich die Zeiten auch geändert. Und dass diese Stoffe... Ist das Standard geworden? Kann gut sein, Digga. Ich bin ja schon lange raus. Nee, ist nicht Standard geworden. Standard ist immer noch Standard im Viertel, wenn ich im Viertel ticke und sowieso nur mit dem Fahrrad unterwegs bin. Kann ich machen. Meine Jungs versorge. 50, 100 Gramm Weise bring ich so noch rum. Als Jugendlicher habe ich auf jeden Fall einen Tag. Aber wenn ich meine Kilos abhole, wenn ich meine Lieferung kriege, dann ist das immer Parkplatz irgendwo direkt. Taschenaustausch und los geht's weiter. Weißt du, aber ich treffe mich nicht in irgendeinem Treppenhaus, wo mir irgendwelche Menschen, die dort leben, entgegenkommen können, mich identifizieren können. Die sehen doch, dass da was Komisches geht. Mann, ich stehe da mit 4 riesigen Hollandtaschen und 2 Araber, weißt du, die irgendwie so ein bisschen Geld in der Hand haben oder einen Briefumschlag oder eine Tüte voll mit Geld. Weißt du, nee, Treppenhäuser, Montana, gebe ich dir recht, ist völlig Pille-Palle, Alter. ...macht, Psychosen und sogar Todesfälle verursacht haben. Ja, die Jungs sind jetzt da runter, wir gehen jetzt einen anderen Weg, weil Ware und Geld trennt sich. Soll sich immer schnell trennen. Egal, ob man das jetzt in einem Haus macht oder mit Autos. Kannst du besser flüchten? In dem Treppenhaus, wo Treppen hoch Wohin und runter führen, wo es eigentlich nur einen Ausgang gibt, weißt du nicht, Digga. Monte, ziemlich pfiffig. Direkt das richtige, nach oben, so. Das richtige Bild vor Augen ab. Was willst du machen, wenn du oben angekommen bist? Willst du runterhüpfen oder was? Falsche. Ja, und vorbei kommst du auch nicht mehr. Und selbst wenn du nach unten rennst, sitzt du auch wie eine Ratte in der Falle. Also, ist sehr gut erkannt. Direkt auf den ersten Blick macht gar keinen Sinn, Alter. Hey, mitten in einem Wohnblock. Irgendwie waren auch ziemlich viele Leute unterwegs. Nur wenn die Wohnblocks untereinander mit dem Kellersystem vernetzt sind und so und du dich wirklich darin richtig auskennst, dann macht es Sinn. Ja, das kann schon auch sein, wenn du jetzt dort wohnst zum Beispiel oder seine Bunkerwohnung ist in einem der Stockwerke. Er sagt, lass uns im dritten treffen, er kommt runter von irgendwo. Fühlst du dich schon auch ein bisschen sicher, weißt du, musst... Ja, das Treppenhaus ist jetzt nicht das Allerunrealistische an der ganzen Sache halt. Es kann auch nur faul sein. Aber es scheint ihn nicht gestört zu haben. Also wir wurden echt von vielen Leuten gesehen, aber scheint so. Normales Business. Das ist ein Haus, Mann, da wohnen Menschen. Warum trifft man sich da, wenn man was verstecken will? Kannst du dich nicht direkt bei den Leuten vor die Haustür stellen? Wenn das Risiko wirklich so gering und die Gewinne so groß sind, frage ich mich, ob es Banks wirklich schafft, aus diesem Business auszusteigen.
Was glaubst du? Würdest du wetten auf ihn? Na, weißt du was? Ich denke mir gerade wieder das Problem mit solchen Berichten halt. Weißt du, du siehst das. Schau mal, wenn ich jetzt 15 wäre, alles in mir würde schreien, ey, ich werde Weed-Dealer, ich werde Weed-Dealer, ich werde Weed-Dealer. Diese Berichte sind so... Auch der Beat gerade, schau, ich war so da, bam, bam, bam. Und dann die Musik, das Geld, das Auto und irgend so ein Typ, der sagt, ja, ja, das ist die Dokumentation, die wollen ja natürlich auch Effekte. Und, ja, aber wieso musst du das so machen? Keine Ahnung, Mann, ich mache meine Sachen anders, Alter. Ey, also ich würde so einen Bericht nicht machen, halt. Das weiß ich. Weil das haben wir bis jetzt gehört. Warum? Ich will mal sehen, was die Schäden sind, die Leute haben von dem Weed, das sie da, von dem Gift, irgend sowas. Wir sehen nur einen Typ, das der ist viel ja Kohle jetzt erstmal verdient. Nur die Geschichte, dass es das gibt und woher es kommt. In 10 Jahren werden wir dann Dokumentation darüber sehen, was die Langzeitschäden und so auf den Stationen mit. Und auch ein Typ, der sagt so, er ist Dealer und sagt selber, nur Idioten kommen in den Knast. Was für Leute kennst du denn? Alle, mit denen ich zu tun habe, hatten 10, 15, 20 Jahre im Knast hinter sich. Und ich setze mich jetzt hin und sage, nur Idioten. Gehen in den Knast oder was? Ja, also da irgendwas stimmt mit dem nicht. Eine richtige Klasse. Irgendwas stimmt da nicht, Mann. Und der ganze Bericht, ich bin sehr unzufrieden damit, aber. Also gewinnen. Aber ich mag jetzt Montana Black. Ich mag jetzt Montana Black. Jetzt bist du Fan, oder? Den finde ich gut. Ja, ich mag ihn auch. Alter. Ich hab den immer noch im Kopf, den Pfaffenfrosch. Wie viele solche Verkäufe machst du am Tag? Zwischen 3 und 10, 12 maximal. Glaubst du, du kannst darauf verzichten, auf diese Gewinne, auf so viel Geld, wenn du irgendwann mal das nicht mehr machst und ausgestiegen bist? Ja, schwierig, so einen Lebensstandard zu heben, ist einfach, aber ihn wieder zu senken. Ist beides schwer. Macht dir das Sorgen? Ich bin auch, denke ich mal, ohne Geld glücklich. Es ist ja nicht das, was einen glücklich macht, das Geld. Was ist dein Plan, wenn das alles hier vorbei ist und du ausgestiegen bist? Also die Zeit fliegt, wenn man arbeitet und auch wenn man verkauft, so die letzten 7 Jahre. Natürlich habe ich auch so viel noch erlebt, aber ich habe meine... Jetzt drücken sie ein bisschen auf emotional. Ich habe so viel erlebt. Aber das war jetzt die einzige, also das war eine korrekte Aussage, finde ich, die gemacht hat. Ja, natürlich. Geld macht nicht glücklich und auch da geht viel zu wenig Wert drauf gelegt, dass diese... Wenn ich Leute treffe, die aufhören wollen oder so, ne? Oder die mir schreiben, ey, ich höre auf, oder auch selber, als ich aufgehört habe, das vergessen die immer, das Problem des Geldes, das Geld zu haben zu unbequemen Zeitpunkten, zum Beispiel, ein normaler Mensch kriegt am Gehalt sein Gehalt einmal im Monat. Ja. Wenn du tickst und so, du fängst früher an zu ticken, schon mit 13, 14, 12, 13, was auch immer, dann hast du ja ständig unregelmäßig Einkünfte. Und wenn das nicht mehr ist, dann kriegst du plötzlich den ganzen Monat immer wieder Probleme. Und das reißt dich manchmal zurück, obwohl du gar nicht mehr willst. Naja, klar. Weil du bist gewohnt, wie soll ich bis zum 29. warten, bis Geld kommt, Mann. Wir haben den 5., ich habe nichts mehr, so auf die Art. Oder das ist ein Problem, Mann. Und das ist ganz wichtig, dass man, wenn man aufhört, da Wege findet, damit umzugehen. Geld macht nicht glücklich, aber sorgenfrei. Ja, das sage ich auch immer. Also das ist ziemlich exakt meine Aussage. Es ist, ja, es macht... das Leben schöner, also bequemer, angenehmer, weniger Sorge einfach nur. Und an der Stelle kann ich mich auf die schöne Sache fokussieren, wenn ich keine Geld habe. Legales Geld wäre halt noch besser. Ja, ja, ja. Ich meine, davon spreche ich auch. Ja, ja, eben, weil dieses Geld, wie gesagt, man, also das macht ihm eigentlich Albträume halt. Ja, auf YouTube an. Sehen wir uns noch mehr auf YouTube an? Ja, Mann, wir sehen ich uns. Ich geh jetzt auch noch mal aufs Klo. Das Schluss passe ich jetzt, kriege ich jetzt nicht mehr mit, ich geh auch mal aufs Klo. Ey, ja, egal. Wir sind gleich wieder. Ja, flitzt doch. Kriege ich auch alleine 3 Minuten hin? Ja, kriege ich auch alleine. Hast du doch eben auch geschafft, oder? Ja. Na, siehst du. Setz dich doch mal mit deiner Staubhaube auf die Schaukel und schaukel mal. Ja, okay. Perfekt machen wir, Digga. Komplett Runde Schaukel, den Sturmhaube ist geil. Voll dicht, Jungs. 14-jährigen Jungs Pilot werden oder Fußballer oder so. Die Frage ist halt, raucht er eigentlich gerade sein eigenes Weed, was er selber verurteilt? Mittlerweile wollen sie AMG fahren. Das ist eine gute Frage. Habe ich mich nämlich, das ist auch so, das Ende hatte ich schon mal gesehen. Ja, war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Raucht er jetzt sein eigenes Drecksweed oder raucht er das Weed, raucht er für sich Weed, was er sich extra besorgt hat? Also tatsächlich habe ich das, ich habe ja vorhin erzählt, es gab so Phasen, da musste ich echt Knospen frisieren. Und wenn ich mal gutes Gras, unbehandeltes, ungestrecktes, unverseuchtes Gras kaufen konnte, für teuer Geld dann, habe ich das natürlich auch gemacht. So, aber
Das gab es auch noch immer, aber das musst du dann halt auch extra teuer bezahlen. So, weil im Normalfall gibt es davon nicht mehr so viel. Oder gab es damals nicht so viel. Und im Grunde ist das das Gleiche wie heute. Ja. Dicke Batzen Bargeld, noch Kilos im Kofferraum und ein paar Mädels dabei. So. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Im Prinzip lebe ich ja das Leben, was in der Jugend quasi als Mainstream-Ideal jetzt. Ja, mir geht's gut. Ich habe eigentlich quasi das perfekte Leben. Viel Geld, Partys, schöne Autos. Geld ist das eine, Geld ist aber alles. Also ich könnte jetzt nicht, wenn ich später im Altersheim sitze, in den Spiegel gucken und sagen, ach, damals hast du dein Leben richtig gelebt. Der Ende läuft schon.